Hallo, ich bin Carsten in Erkenschwick. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Herzlich willkommen zu meiner dritten Etappe auf dem Hohe Marksteig. Und zwar geht es heute von Erkenschwick, also gestartet bin ich am Gasthaus Mutterwehna, bis nach Haltern-Flasheim. Also Leute, die sich ein bisschen auskennen, die werden wissen, das geht jetzt einmal von Süden nach Norden durch die Hart, dem großen Waldgebiet, wenn man so will, zwischen Mahl, Haltern am See und Dor-Erkenschwick. Also wie gesagt, einmal von Süden nach Norden und wieder zurück. Es geht ja für mich immer die Etappe hin und zurück am selben Tag, so dass ich quasi eine Rundwanderung habe. Ja, und heute die beiden A, der A und der B Weg. Der A Weg liegt so bei 8, bisschen und der B Weg, der liegt so bei ca. 11 Kilometer, so dass ich so roundabout 20 heute vor mir habe. Ja, ich habe jetzt mittlerweile auch festgestellt, dass wenn man sich die GPS-Tracks auf der Seite runterlädt, und ist es so, wenn man so wie ich von Osten nach Westen läuft, dass der Hinweg immer der B-Weg ist und nicht der A-Weg. Ist interessant, weil die Etappenbezeichnung sind von Ost nach West, aber die Wegeaufzeichnung sind von West nach Ost, was aber nicht weiter schlimm ist. Man kann sicherlich auch den Track anders herumlaufen, wenn man möchte. Bleibt ja jedem selbst überlassen. Nur, wie gesagt, mal so als Tipp, der B-Weg ist immer der, der von Ost nach West geht. Ja, wie ich es im vergangenen Teil auch schon mal gesagt habe, also hier in der Hart gibt es auch einige Reiterwege beziehungsweise auch Nicht-Reiterwege sind oft recht sandig, weil hier dann doch viele mit dem Pferd auch unterwegs sind. Ist nicht weiter schlimm, muss man halt nur wissen. Ja, wir haben es jetzt Mitte Oktober und der Herbst ist jetzt, wie man so will, im vollen Gange und es soll heute ein richtig tolles Wetter geben und es sieht auch ganz danach aus, die Sonne scheint, kaum Wölkchen am Himmel, wenn überhaupt, und ja, da konnte ich mir das natürlich nicht nehmen lassen, heute mal wieder rauszugehen und besonders auf den Hohe Marksteig habe ich mich heute wieder gefreut, weil hier in diesem lichten Wald und mit der vielen und tiefstehenden Sonne gibt es hier natürlich jede Menge schöne Lichtspiele. Thank you.
Man sagt, dass die Hart ein kleines Waldgebirge ist. Es geht hier schon so ein bisschen hoch und runter. Gar nicht zu unterschätzen, wenn man hier den ganzen Tag wandert. Dann kommt man schon mal ins Schnaufen. Was mir an der Hohen Mark immer wieder recht gut gefällt, ist, dass es solche kleinen Täler im Wald gibt und die Bäume auch nicht so eng stehen, sodass man immer noch ein schönes Stück in den Wald hineinschauen kann. Sowas mag ich ganz gerne. Ja, so ist der goldene Oktober. Jetzt bin ich hier am dicken Stein angekommen. Ein Denkmal für Jupp Mais vom Sauerländischen Gebirgsverein, der hier wohl viel Wegearbeit geleistet hat. Ja, ich muss jetzt erstmal schauen, wie es weitergeht. Aha, stehe schon richtig. Ja, so langsam nähern wir uns dem nächsten Höhepunkt der heutigen Etappe auf dem Weg nach Flasheim. Und zwar dem Feuerwachturm auf dem Rennberg. Allerdings ist jetzt auf dem Weg dahin jetzt schon jede Menge los. Ich höre ja unten schon wieder ein Baby schreien im Kinderwagen. Ja, also ich glaube kaum, dass ich heute auf den Turm hochgehe. Weil zum einen war ich schon ein paar Mal da oben. Zum anderen, wenn ich da oben eh nicht in Ruhe filmen kann, dann lasse ich es lieber. Aber nun gut, schauen wir erstmal. Vielleicht ist ja doch nicht viel los. Ja, wie ich es mir schon gedacht habe, volksfestartige Stimmung da am Feuerwachturm. Da laufe ich lieber weiter. Habe ich mehr von. Und jetzt? Richtig, ein Tee. So, jetzt ist mein Tee fertig. Jetzt gibt es erstmal eine kleine Pause. Ja, da will ich euch noch zeigen, wo ich jetzt hier gerade Pause mache. Und zwar am sogenannten Köhlerplatz oder Kohlemeiler in Flasheim. Und zwar ist es so, dass schon seit, solange ich denken kann, kommt hier jedes Jahr zum 1. Mai ein Köhler, der hier auf diesem dieser schwarzen Fläche einen Holzkohlemeiler aufbaut und dann so nach 14 Tagen kann man dann hier direkt vom Kohlemeiler Holzkohle holen. Eine schöne Tradition, wie ich finde. Und dieser Köhler, der lebt dann auch die ganze Zeit in dieser Holzhütte da hinten. Und Schulklassen, die kommen, oder auch jeder Wanderer, können sich gerne dann erklären lassen, wie hier die Holzkohle entsteht. Ja, mein Tee ist aufgetrunken, Pause war lange genug, schön in der Sonne da gerade noch gesessen. Und ja, ich habe jetzt gerade beschlossen, ich kürze ein kleines Stückchen ab, weil hier vom Kohlemeiler aus würde es jetzt direkt nach Flasheim gehen. Flasheim kenne ich ja schon, ich bin ja hier in der Gegend aufgewachsen. Von daher kürze ich jetzt ein kleines Stückchen ab und gehe dann jetzt von hier aus direkt auf den A-Weg
Also für mich ist der A-Weg ja der B-Weg, weil ich andersrum laufe. Ja, ich sag mal, ich spare jetzt nicht, weiß Gott, wie viele Kilometer. Wenn es zwei sind, viel mehr ist es nicht. Von daher, nur ich habe keine Lust, bei dem schönen Wetter durch ein Dorf zu laufen. Da laufe ich dann lieber, wie gesagt, hier das Stück durch den Wald. Aber von da bin ich jetzt gerade gekommen. Und wenn man dann einfach geradeaus weiterläuft, am Kohlemeiler vorbei, sage ich jetzt mal so, dann kommt man eigentlich automatisch auf den Rückweg. Ich würde sagen, heute ist es auch wieder eine absolute Waldetappe. Und man läuft wirklich die ganze Zeit durch einen schönen Mischwald. Oh, ich komme gerade an einem Schild vorbei. Das sagt mir gerade, dass wir hier auf der Hochzeitsallee laufen. Na, Wahnsinn. Ja, schon toller Weg mal heute wieder, vor allen Dingen bei dem Wetter heute. Ich merke, dass ich dem Ziel der heutigen Etappe langsam näher komme, weil ich treffe da wesentlich mehr Leute unterwegs. Also ist schon mächtig, was hier am Wochenende bei schönem Wetter los sein kann. Zwischendurch noch mal aufs Navi gucken, weil es ist ja wirklich so, der Weg ist nicht gekennzeichnet und da musst du dann schon ständig das Navi im Blick haben oder die Karte auf dem Handy, je nachdem, wie man navigiert. Also das ist schon echt nötig hier, weil hier geht es manchmal schon ganz schön rechts, links, dann mal wieder über kleine Pfade. Ist ja schön, das macht das Ganze auch abwechslungsreich. Und ja, das macht das nur halt, wie gesagt, schwieriger hier zu navigieren. Zumal, wie gesagt, der Weg nicht gekennzeichnet ist. Ja, so eine Kennzeichnung täte dem Weg ganz gut. Genauso wie eine oder andere Bank, also Bänke sind hier unterwegs spärlich gesät. Klar, an den neuralgischen Punkten, sage ich mal, wie zum Beispiel dem Feuerwachturm oder an der Köhlerhütte, wo ich vorhin Pause gemacht habe, da sind natürlich Bänke, aber sonst hauptsächlich nicht. Ja, hier nochmal wirklich schönes Stück des Weges hier. Also teilweise hat man wirklich das Gefühl, hier durch unberührten Wald zu kommen, obwohl man, wenn man rechts und links an den Bäumen sieht, man schon die ein oder andere Markierung für einen Rückweg oder so. Also kann man davon ausgehen, dass hier dann auch bald Holz gemacht wird. Ja, laut Navi sind es noch ca. 1,9 Kilometer bis zum Parkplatz, bis zum Gasthaus Mutterwehna. Ja, war heute mal wieder echt eine schöne Tour. Na klar, bei dem Wetter macht fast jede Tour Spaß. Das war mal wieder eine Etappe, wo es ein bisschen was zu sehen gibt. Wie gesagt, den Feuerwachturm, da war ich jetzt schon ein paar Mal oben. Da gibt es auch Videos von mir dazu. Ich kann ja mal, wenn ich dran denke, das Video verlinken,
wie heißt es so schön, hier oben auf dem i. Und dann könnt ihr mal die Aussicht von da oben sehen. Das ist auch schon interessant, muss man sagen. Aber wie gesagt, wenn zu viele Leute da oben sind, dann macht das auch keinen Spaß. Ja, ich hoffe, euch hat es heute auch mal wieder ein bisschen gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.